Quick Tipps. Hallo Leute, heute gibt es mal ein Video an alle von euch, die ein kostenloses WordPress-Theme suchen. Und ich muss sagen, ich habe schon wahrscheinlich fast schon hunderte von WordPress-Themes ausprobiert. Und jedes einzelne oder zumindest fast alle, die ich ausprobiert hatte, waren kompletter Mist und ich konnte mit denen nichts Gescheites anfangen. Also ich meine, das Vorschaubild sieht immer richtig gut aus, es gefällt einem richtig gut, man denkt, wow, das ist ein gutes Theme, dann lädt man sich das runter und auf einmal gibt es eine Pro-Version und das, was man da halt tun kann, ist einfach nichts Gescheites. Und es gibt ein WordPress-Theme und das ist das einzige Gute, was ich jemals gefunden habe, was ich jemals gesehen habe, wo ihr wirklich alles verstellen könnt, wo ihr einfach unzählige Möglichkeiten habt, wo wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Und dieses WordPress-Theme möchte ich euch heute zeigen. So, wir gehen hier natürlich kurz in den Browser rein. Und ich habe hier WordPress schon geöffnet. Und wie gesagt, also ihr habt hier wirklich, ja, die Vorschaubilder sind immer schön und so, aber was wirklich dahinter steckt, das wisst ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr auf der Suche seid, da gibt es einfach nichts Gescheites. Und das, was ich euch heute zeigen möchte, heißt Sydney. Sydney-Theme. Sydney, wie die Stadt natürlich geschrieben, und hier auch bei Google gleich das erste Ergebnis. So sieht das Ganze aus. Ich gehe hier kurz mal auf die Demo-Version und ich kann euch eins versprechen, genauso wie das hier aussieht, genauso könnt ihr das einrichten. Also ich habe zwei Webseiten schon damit erstellt und mit beiden Webseiten konnte ich genau das erstellen, was ihr gerade hier seht. Diesen großen Banner hier am Anfang mit dieser Überschrift, mit diesem Button hier Sydney, mit diesem ganzen Menüzeug, dann, dass sich das Menü auch so zusammenklappt. Auch hier dieser Bereich Our Services mit diesen runden Dingern hier, mit diesem Text darunter, das funktioniert alles, habe ich ausprobiert, funktioniert in der kostenlosen Variante. Das hier könnt ihr euch auch erstellen. Das habe ich jetzt nicht hinbekommen mit diesem Slider, das geht hier wahrscheinlich nicht, aber ich würde mal sagen, halb so schlimm. Das habe ich hier auch erstellt, geht problemlos. Also diese Mitarbeiter, wie soll man das nennen, diese Mitarbeiterfotos. Das hier unten habe ich auch noch nicht ausprobiert, ob das mit den Zahlen hier funktioniert. Was ich einfach hiermit sagen möchte, das ist das einzige Theme, was ich jemals gefunden habe. Ach, das hier funktioniert übrigens auch, dass die, diese Slider so hoch gehen. Und ja, man dann einfach so Statistiken anzeigen kann. Was ich euch damit einfach sagen möchte, Leute, Sydney ist das beste kostenlose Theme, was ihr auf WordPress bekommen habt. Wie gesagt, ich habe schon viele, viele andere ausprobiert und kein einziges hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach so schön und so gut damit zu arbeiten, wie eben Sydney. Ihr könnt hier komplett die Schriften verstellen, ihr könnt die Schriftfarbe, Schriftgröße verstellen. Also eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann, ist in diesem Theme drin. Falls ihr auf der Suche gewesen seid, hoffe ich natürlich, dass euer Suchen hier ein Ende gefunden habt. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß, dieses Theme auszuprobieren.